Herzlich willkommen bei meinem Versuch mit Jelly Blade zu arbeiten. Und zwar möchte ich gerne mal die Technik machen, wo ich aus einer Zeitschrift ein Bild rausnehme. Ich habe bereits vorher mal ein bisschen ausprobiert. Das ist mein allererster Abdruck, den ich gemacht habe. Und zwar habe ich hier mit einem Draht einen Speicher und habe das Bild so übertragen. Ich zeige euch dann nachher wie. Das ist mein allererster Versuch. Das ist eigentlich nicht schlecht geworden. Man sieht auch hier wirklich die feinen Speicher. Man erkennt, was ist. Genau. Dann habe ich einen zweiten Versuch gestartet. Und zwar habe ich hier so einen Baum. Er hat relativ viel dunkle Fläche. Und hat dann beim Auftragen von der Deckfarbe, von der Hintergrundfarbe, hat es mir dann in ein Beige vermischt, statt in ein Weiß. Ist erkennbar. Ja, der Baumstrunk mit den Ästen. Also Hintergrund sicher zu gebrauchen. Ich finde jetzt einmal ist nicht so klar, dass hier alle Äste und so schön abgedruckt hat. Aber wie gesagt, das war mein zweiter Versuch. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Dann habe ich einen dritten Versuch genommen. Da habe ich einen rosen Hintergrund. Das ist jetzt der rot eingefärbt, weil ich mit roter Acrylfarbe gearbeitet habe. Ist eigentlich gar nicht so schlecht geworden. Man sieht hier wirklich schön den Kontrast. Die hellen Stellen von der Rose. Man erkennt, was sollte sein. Ich probiere jetzt das nochmal zu machen, um euch zu zeigen, wie ich hier vorgegangen bin. Ich habe hier meine Jelly Plate. Meine habe ich von Scrap & Stamp, ist ein original Jelly Plate. Mein nächstes Bild oder mein nächstes Ziel wäre, wir schauen mal, wie es rauskommt, da das schöne Blumenfeld. Ich schneide dann, wir haben also die Textsachen weg. Ich weiß jetzt noch nicht genau, welchen Ausschnitt dass ich denn hier nehme. Oder irgendeinen Bereich von diesem Ausschnitt nehmen. Ich habe nebenzu immer Schmierpapier. Ich habe meine Walze, meine Gummiwalze. Und ich brauche zum Starten eine dunkle Farbe. Ich habe jetzt kein Schwarz hier. Ich habe jetzt hier das Terra Ombre, so ein Dunkelbraun. Und tue jetzt auf die Jelly Plate ein paar Tupfen von denen, nicht zu viel und nicht zu wenig. Und tue das schön verteilen. Das darf eine dünne Schicht geben von der Acrylfarbe. Möglichst regelmäßig verteilt, möglichst gleich dick. Genau, ich lasse sie dann auch mal schon ein bisschen auf dem Schmierpapier ausstreichen, damit ich nicht mehr so viel Farbe drauf habe. Und hier macht es wirklich Sinn, wenn man dann die rasch putzt. Ich lasse sie mal schnell ein bisschen einsprayen und mit einem Tuch wieder sauber putzen, dass möglichst keine von dieser braunen Farbe mehr drauf ist. Dass ich dann noch ein Apparat für den nächsten Schritt. Ich lege mein Bild drauf. Ich schaue jetzt, dass ich so ein bisschen diesen Ausschnitt nehmen kann. So. Und dann wichtig, dass man es ganz in der Ruhe, aber gut dort andrücken. Schön anstreichen. Ich schaue, dass man hier keine Luft dazwischen hat. Das langsam wegziehen und ihr seht hier schon alles, was weiß war. Bleibt auch da, nimmt die Farbe ganz mit. So, dann dass man einen schönen hellen Hintergrund hat,
man kann farbige hin, dann kontrastfarbige nehmen. Ich habe jetzt hier eine weiße Farbe. Auch hier. Und die auch wieder schön verteilen. Also das ist schon mein Blatt, wo ich es dann nachher drauf abziehen will. Das mal auf die Seite. Jetzt das hier weiß da schön drüber verteilen. Auch wieder eine gleichmäßige Oberfläche. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr hättet etwas zu viel, könnt ihr den mal ein bisschen dazu abrollen. Ich gehe jetzt mit meinem weißen Papier und mit dem Papier, wo ich das Motiv drauf habe, schön drauf. Und das wieder ganz gut angucken. Und jetzt, surprise, surprise, schauen wir mal, wie das rauskommt. Gar nicht so übel. Man sieht, es wird natürlich nie ein 1:1 Abdruck. Und es kommt wirklich auch darauf an, wenn man den Hintergrund gemacht hat. Aber man sieht doch, dass sich hier die Blumen schön abheben. Sie sind wieder schön weiß. Halt alles, was so Zwischenfarben sind, das muss man wie ein bisschen austesten. Das ist der Zauber. Man kann das dann nachher nehmen, weiterverarbeiten, bestempeln, nochmal mit einem anderen Motiv drüber. Aber einfach so mal etwas zum Hintergrund mit Jelly Blade. Aus Zeitschriften, Bilder. Nehmt Zeitschriften, die möglichst hochglänzig sind. Ich wünsche euch viel Spass beim Nachmachen und freue mich auf Reaktionen von eurer Seite. Danke vielmals. Und auf Wiedersehen und ein anderes Mal. Tschüss!